Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Game zum Montag. Heute mal wieder etwas von der guten alten Nintendo 64, und zwar das hier. Moment, wir zoomen ein bisschen ran, dass man es auch besser sehen kann. Wir haben heute im Programm Gex 64, Enter the Gecko, von Midway Games für die Nintendo 64. Ich glaube, das Spiel kam ebenfalls für, lasst mich lügen, für die PlayStation, glaube ich, raus, für den Computer, glaube ich, auch. Und eventuell sogar noch ein Gameboy-Teil, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall kam das Spiel 1997 auf den Markt, soweit ich weiß. Und ja, Gex ist eine Spielreihe, die man kennen kann. Ich gebe zu, ich kenne sie nicht. Muss ich leider sagen. Ich glaube, es gab da 3 oder 4 Spiele mit Gex, oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall geht es um diesen grünen Gecko hier. Und was der genau macht, ich weiß nicht genau, der hat irgendwie ein Lasergerät oder irgendwie eine Fernbedienung in der Hand, was auch immer. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Habe ich mir auch auf einem Retro-Markt für wenig Geld besorgt. Habe leider keine Originalverpackung mehr, nur noch die Cartridge. Und ja, dessen Zustand ist eigentlich ziemlich gut, deswegen habe ich mir das Spiel geholt. Und nun freue ich mich, mit euch zusammen dieses Spiel anzutesten. Gex 64. Viel Spaß und los geht's. It's tail time. Okay, da wären wir scheinbar bei Gex 64. Und da stand gerade 1998. Ist jetzt die Frage, was stimmt und was nicht. Werde ich mich nochmal informieren. Okay, da wären wir. Wir haben hier Optionen. Audio, Kamera, Controller Pack. Ja, passt schon. Neues Spiel. Es geht schon los. Wow, wir können hier springen. Hier können wir quasi schlagen. So kann ich hochspringen. Nee, nicht wirklich. Hier kann ich nichts machen. Hier, was? Aha, doch. Hier kann ich was nomsen. Press the left. Aha, Kamera. Ja, okay, das ist gut. Okay, wo muss ich denn hin jetzt? Was machst du da? Okay, was haben wir hier? Hol 3 solche. Fernbedienungen oder was? Die komischen Geräusche kommen übrigens von der Kamera. Was steht hier? Hier, bla bla. Wenn eine Fliege rumfliegt, das hier drücken. Kann ich da schon hin? Was? Ja, ich komme da schon hin. Scream TV. Smell Racer, Survive the Haunted Mansion, Smash 5 Blood Colors, Ride the Haunted Elevator. Was? Ich muss das Jagdhaus überleben. Okay, was? Um was geht's hier eigentlich? Habt ihr gesehen, diese... Ja, ist gut. Habt ihr gesehen? Dieses Ding soll ich einsammeln gehen. Okay, wo ist jetzt die Schwierigkeit, frage ich euch. Die Totenköpfe, da muss ich die einsammeln? Da, die Augen im Bild, die bewegen sich. Ja, den kann ich nicht einsammeln. Habt ihr gesehen? Der hat sich gerade mit seiner Zunge da hochgezogen. Moment, das will ich nochmal sehen. Kamera ist irgendwie verkehrt rum. Egal. Hier, mit der Zunge hochgeschnellt. Das war cool. Oh, wie gruselig. Die Uhr spielt verrückt. Hier hoch. Kann ich mir das Ding hier schnappen? Nö. Was soll ich denn hier? Diese Geräusche, wenn die Kamera nicht funktioniert. Evil lives within. Ja, das ist schön. Don't take career advice from Joe Piscopo. Was soll ich nicht? Hier oben geht's weiter. Hep. Oh, die Tür geht auf. Jetzt sind wir hier. Oh, hallo. Bisher ist irgendwie nichts, das mich verletzen kann. Kann das sein? Das hier... What the fuck? Will ich auf den Tisch rauf? Die Kamera ist nicht so optimal, glaube ich. Ich gehe halt ohne Tisch da hoch. Mein Gott. Die hätte ich auch so hinkriegen. Was ist das hier? You can
Welcome to Under the Climb some walls. Aha. Oh, wie cool. Ja, ich meine, ist auch ein Gecko, nicht wahr? Halt, da habe ich nicht alles gekriegt. Ich will alles haben. Was? Was? Was zum Fick war das? Okay, deswegen sollte ich hier rüberspringen. Okay, okay, okay. Da ist ein... Oh Gott, was bist du? Zombie, wirst du eine Gefahr für mich? Bam! Wow, Kamera. Kamera! Mach... Kamera! Hab ich ihn getötet? Habt ihr gesehen, der hat da einen Arm verloren. Jetzt hat er alles verloren. Ach du Scheiße, er hat mich ein bisschen oft erwischt. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich brauche mal Energie oder so. Was? Okay, 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 da sollte ich mich fernhalten scheinbar. Ah, wozu auch? Was ist jetzt? Ah, ich habe ein Leben gekriegt. Aha. Okay, ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt die Kamera drehen könnte, wäre ziemlich vorteilhaft. Und es hat es hat tatsächlich geklappt. Hä, wie klappt dieser Doppelsprung? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber immer wenn ich den A-Knopf drücke, sobald ich... Was ist das nun schon wieder? Kriege ich die Fliege? Nee. Habe ich die Fliege genommst? Ich weiß es nicht. Die kam aus dem Fernseher raus und ich habe dann irgendwie Energie gekriegt. Aber was wollte ich sagen? Ich weiß es doch nicht mehr. Hab's wieder vergessen. Aber es funktioniert bisher gut, muss ich sagen. Oh, ich liebe es, wie er da das Ding hochkrabbelt. Ja, lass mich raten. Nee, ich dachte, das wäre heiß. Und was da? Sollen das Augen darstellen, die mich aus der Wand anstarren? Don't take career advice from Joe Piscopo. Ich verstehe dich nicht, tut mir leid. Oh, das Bild da! Wow. Kürbis, stirb! Stirb, sagte ich. Jetzt sammle ich auch noch Grabsteine. Was ist das? Typ 0 negativ. Komme ich da rüber? Hä? Ich war doch vorhin da drüben. Da habe ich das aber... Hä? Doch, da war ich doch. Was habe ich denn da gesehen? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Oh! Ja gut, die Kamera ist ein bisschen nervig, aber ich kann immerhin wieder, yay, da hochklettern. Das sieht cool aus. Dann hier rüber und hier rüber. Darüber und hier rüber und kein Problem. Welcome to under this old house. Ich sehe mir gerade die Bilder an. Die sind irgendwie... Oh, Kamera. Ja, die Bilder sind schon cool. Aber wie gesagt, die Kamera und auch diese Geräusche, wenn die Kamera sich nicht drehen kann, das ist ein bisschen... Bisschen komisch. Ja, dass sich jetzt die Kamera selber bewegt, um mir den Geist zu zeigen, vermutlich. Dann würde ich gern darüber die Grabsteine einsammeln, warum auch immer. Da unten könnte ich auf dem Feld stehen. Oh mein Gott, das Geräusch, echt. Was ist das da oben? Wird die Fliege essen? Was? Ich hab die Fliege. Aber echt, die Kamera ist ein bisschen nervig. Die dreht sich, wenn sie gar nicht sich bewegen soll. Da waren, glaube ich, Augen drin. Habt ihr das gesehen? Sammel den Scheiß ein, danke. Das hier mache ich wieder kaputt, weil da ist die Fliege drin. Jawohl. Okay, alles gut, alles gut. Hier kann ich hoch. Dann kann ich da nicht rüberspringen, okay. Nehmen wir diesen Weg. Ich weiß nicht, wozu ich diese Grabsteine benötige, aber ich denke mal, ich nehme sie mit. Aber... Oh, das war knapp. Was ich nicht so ganz verstehe... Um was geht hier eigentlich in diesem Spiel? Checkpoint. Oh, cool. Um was geht es in diesem Spiel eigentlich? Das habe ich echt noch nicht ganz verstanden. Was war das? Ich wurde gerade verletzt. Warum, weiß ich nicht. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Du siehst jetzt ein bisschen... Ah! Aha, verstanden. Feuer. Haha, witzig.
Sammel den Scheiß ein jetzt hier, danke. Was la? Oh Gott, Kamera! Okay, da muss ich zurück, wenn ich alles eingesammelt habe, oder wie? Mann, Kamera! Kannst du schwimmen? Ist das ein Klo? Das ist ein volles Klo, das überläuft. Ihhh, da ist nochmal eins, na super. Ja. Dachte du... Hä? Ich hab noch ein Leben, das ist super. Kann ich die... Ja, das kann ich auch einsammeln. Hä? Wenn ich lande und nochmal A drücke, ich glaube, dann kann ich einen hohen Sprung machen. Aber irgendwie klappt es nicht immer. Hol dir die Fliege, danke. Oh, Kamera. Kamera ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich habe ja noch nicht alles. Mann, Kamera, dreh dich doch nicht immer zurück, okay? Ich verstehe den Doppelsprung immer noch nicht ganz. Deswegen sammle ich hier Jason-Masken auf. Weiß ich nicht. Na, da. Kamera, hör auf damit. Okay, die Kamera, ich hasse sie. Ich sag's euch jetzt schon. Evil lives within. Ich weiß. Mach nochmal. Ist ein bisschen schade, dass ich weder rennen noch sonst irgendwas machen kann. Weg mit dir. Mann! Ist echt schwer einzuschätzen, in welcher Dimension sich das Zeug befindet. Ja, in der dritten natürlich. Aha, witzig. Nee, ich meine jetzt eher, ob es noch weit entfernt ist oder nicht. Danke, Spiel. Was bist du? Bist du Chucky? Okay, so treffe ich dich nicht. Sieht echt aus wie Chucky. Was soll ich bei dir? Soll ich den töten? Ich versuch's einfach mal. Ja, hallo? Irgendwie nicht. Aber der Kopf ist weg. Okay, das ist verstörend. Da sollte ich schnell vorbeigehen, glaube ich. Nein! Shit, jetzt ist einfach der Ding weggegangen. Nee, die Kamera ist echt... Die ist tödlich für mich. Die ist echt tödlich für mich. Wenn die Kamera sich im Sprung dreht, ja, dann ist Kacke. So, jetzt kann ich es wagen, glaube ich. Schon wieder! Verdammte Kamera, ey. Lass das. Don't take career advice from Joe Piscopo. Warum ist da die Mona Lisa drin? Warum steht da off? Verstehe ich nicht ganz. Hör auf, diese komischen Geräusche zu machen, Kamera. Das nervt. Und zwar gewaltig. Das müsste echt nicht sein. Ah, da oben will ich hin. Seht ihr? Jetzt nur nicht sterben. Nehme alles mit. Gott, ist das für ein verstörendes Bild hier. Ja, eine bessere Kamera wäre echt nicht schlecht gewesen. Mach das kaputt hier. Warum? Hallo, Kamera. Was laberst du da von Halloween? Das ist eine Geheimtour? Nee. Aber meine Fliege. Norms. Warum sammle ich den Scheiß eigentlich? Vielleicht, weil ich immer etwas kriege, aber ich weiß nicht was. Wäre vielleicht noch cool, wenn man das nachlesen könnte irgendwo. In der Gebrauchsanweisung vielleicht. Aber gut. Habe ich jetzt quasi das erste Level geschafft? Ich habe 1 von 3 gefunden. Und ein verstecktes Ding habe ich nicht gefunden. Aha. Ich glaube, das war ganz gut. Ich denke, ja. Was nun? Save to... Ich habe kein Controller-Pack. Hier, Passwort. Ja, passt. Okay. Ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Also, ich verstehe es halbwegs, aber was zum... Da ist zu. Um was geht es hier? Running hold down... Was?
Was? So? Und dann? Ah! Das ist ein Weitsprung halt, wie bei Super Mario 64. Was? Das hoch und... Ich verstehe es nicht. Was ist das für ein Bild? Toon TV, das sieht super aus. Nehmen wir das. Aber nochmal, was ist die Story von dem Ganzen? Ich muss vielleicht das Spiel mal ein bisschen laufen lassen im Startbildschirm. Ich glaube, das werde ich dann machen, bevor ich das Video beende. Damit ihr vielleicht auch noch was zu sehen kriegt. Okay, springe auf das... Was ist ein... Teetering Rock. Was ist das für ein Felsen? Keine Ahnung. Jagt die zwei Jäger. Fünf. Purple. Na, purpur. Purpurne Dinge halt. Ah, komm, wir springen an zu diesem Teetering Rock. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Mal sehen. Hier haben wir auf jeden Fall Karotten. Okay. Ja, ja, du mich ja. Die Blumen sind böse, oder? Ah. Habe ich jetzt schon so einen kaputt gemacht? Ja, da steht eins. Cool. Blumen. Ha! Bist du jetzt... Nee, du bist noch nicht tot. Ich verstehe die Blumen nicht so ganz. Die werden klein, aber sie gehen nicht kaputt. Das ist ein... sehr cooler... sehr cooler, Wegweiser hier. Du, geh weg. Warum war da ein Hase vorne drauf? Sollte das Bugs Bunny sein, oder was ist los? Naja. Das Schild hier macht mir Angst. Was? Hardhat Area. Wow! Ich habe jetzt gerade verstanden, warum. Ja, immer schön auf die Schatten achten, dann dürfte... Fiel da echt gerade ein Ding jetzt runter. Ein Waschbecken. Was hier? Was? Ich kann... Okay, okay, ich hinterfrag's jetzt nicht. Warum ich da auch immer auf diesen Regenbogen stehen konnte. Hinter dem Wasserfall, oder? Nee. Ah, da ist ein Fisch. Der tötet mich bestimmt. Und... Warum fällt hier Schnee? Und zwar nur hier. Was? Warum verändert sich das Zeugs? Aus Karotten wurden jetzt Dosen. Hier rutsche ich ein bisschen rum, ja, ist schön. Okay, dass er sich mit seiner Zunge wieder hochziehen kann, das hat irgendwas. Das hat echt was. Aber wie soll ich jetzt da hochkommen? Ja, so irgendwie nicht. Selbst mit dem Ultrasprung nicht. Okay, okay, okay. Ah! Die Kamera ist echt nicht so optimal, möchte ich sagen. Und es gibt so viele Wege, verdammt nochmal. Eigentlich muss ich ja nur das Teil erreichen da. Ne, ihr wisst schon. Diesen Rock da. Was? Wabbit Season. Was zum Teufel ist Wabbit? Ich kenne Rabbit, aber das ist eindeutig ein W. Would Cheech and or Chong report to the front desk? Naja, wir springen trotzdem mal hier rein. Hui! Ja. Warum bin ich jetzt ein Hase? Ah, das ist ein Wabbit vermutlich. Ich bin ein Wabbit jetzt. gib mir die Dose. Ey, Nick, du bist keine Dose, du bist ein... Dingens hier. Hier drin muss es doch was geben. Ja. Das war so klar. Ich habe zwar volle Energie, glaube ich. Aber... oh, Gags, du siehst cool aus. Gefällt mir. Kannst du eigentlich auch deinen Schwanz verlieren? Oh. Was? Nein! Das war nicht geplant. Ey, und echt, das Geräusch, wenn die Kamera sich nicht drehen kann. Es nervt so dermaßen gewaltig. Oh, da vorne ist ein Jäger. Geht der kaputt? Ja, er geht kaputt. Es war jetzt fast ein bisschen schwer, den zu besiegen. Naja. Gib mir das. Shit. Ich sagte, gib mir das. Ah, dann verpasse ich halt was. Das ist auch nicht so wild, glaube ich.
Hier passiert noch nichts, oder? Nö. Was zur Hölle? Da hat mich gerade eine Muschel angegriffen, oder was war das? Ich weiß es nicht. Oh, nimm jetzt diese Dose mit, verdammt. Ja, die Dosen tun mir weh. Die Dosen. Die Muscheln, ja. So. Und so. Und da bekomme ich wieder Energie. In Form einer Fliege. Ihr seid irgendwie ein bisschen außer Kontrolle, kann das sein? Wow! What? Seid ihr scheiße? Was ist jetzt? Ich habe genug Dosen eingesammelt scheinbar. Jetzt gibt es solche Sprengstoff-In-Gang-Setzteile. Frag mich nicht, wie die heißen. Wie man die richtig nennt. Da ist ein Herz, da steht... Was? Ah! Gags und... Gags und TV. Okay. Mein Gott. Hast du ein Fernseherproblem, Gags? Spricht man überhaupt Gags aus oder sollte das Jack sein? Hier geht's rein. Oh! Fliege! Oh, Noms. Yeah! Aber ernsthaft, das ist die Story von diesem Spiel. Oh, du wirkst jetzt ein bisschen bedrohlich da. Ja! Ja, verfolgst du mich oder bewegst du dich irgendwie random? Da ist der Jäger. Ich glaube, den sollte ich als allererstes töten. Wow, warum verfolgt mich die Kugel? Ich weiß es nicht. Stirb! Stirb, Jäger! Stirb! Dann habe ich schon eine Mission erledigt. Theoretisch. Ja? Lass mich raten, ich kann theoretisch nur eine von diesen Remove-Dinger pro... wie soll ich sagen? Pro ins Level reingehen mitnehmen. Oder könnte ich mir jetzt das Ding theoretisch... Was ist jetzt? Könnte ich mir das Ding theoretisch auch holen und dann noch irgendwie die fünf... purpurnen Pilze kaputt machen? Und dann theoretisch auch noch diesen komischen Felsen da besteigen? Könnte sein. Wobei, ich weiß nicht. Möchte ich das überhaupt? Möchte ich das echt überhaupt? Weiß nicht. Was bist du? Oh, eine fette... Ja, ich konnte nicht sehen, wo du bist. Hinter dem Wasserfall. Was ist das für ein Spiel, bei dem hinter dem Wasserfall nichts ist? Oh, Checkpoint, das ist nett. Was bist du? Was bist du? Was sollst du darstellen? Ein Korb? Picknickkorb? Oder eine Nuss? Ich hab doch keine Ahnung. Hör jetzt auf damit! Was? Ja, da war Wind. Ist gut. Ach, die Kamera macht es nicht besser. Hört ihr das? Ich kann das Ding nicht bewegen. Oh, jetzt war kein Wind da. Muss mir doch jemand sagen, Mensch. Ist hier hinten noch was? Ja, Didi. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Leck mich was zur... Hat die Blume tatsächlich gerade mit einem Hammer nach mir geschlagen? Nur damit ich das richtig gesehen habe. Ist das der Fall? Was? Okay, das ist ein bisschen doof. Nimm das Ding. Ich muss da unten lang. Ich muss das Zeug haben. Wow, weg da. Na, ja. Ich sagte, wir warten. Gex, mach, was ich will, okay? Vorsicht vor dieser verdammten Blume, okay? Warum hat diese Blume einen Hammer? Nur mal so. Das ist eine Einbahnstraße quasi. Was bist du? Was bist du? Ha! Der wollte mich nicht durchlassen. Wie bekomme ich jetzt das Zeug da? Ich verstehe immer noch nicht, wie der Doppelsprung funktioniert. Hä? Ja doch, langsam schon. Aber nicht so richtig. Was willst du? Komisches Schild. Gibst immer mehr Zeugs? Doch nicht. Gib mir noch ein 50. Danke. Yeah! Und damit habe ich wieder so ein verstecktes Ding gefunden. Okay, was nun?
kommt. Ich wollte schon sagen, da ist eigentlich Schluss, die Schiene. Es darf... Oh! Bestimmt ein böser Kaktus. Es darf eigentlich gar kein Zug kommen. Weil... Ne, da ist nix. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Aber... Was mache ich hier? Oh, Kaktus! Ja, das war klar. Hey, Kameraton, halt die Fresse. Halt, ich bin jetzt ein Gla... Alter! Danke, Spiel. Super nett. Wie ich wieder was sehen konnte. Das war fantastisch. Steuerung kann man sich dran gewöhnen, aber die Kamera macht, was sie will. Das ist ein echt Scheiße. So, lass mich da durchgehen. Ich brauche das einzelne Teil da. Das da, danke. Ha! Was? Wurde mein Kopf gerade überfahren? Spiel aus dem... Moment, da drüben gäbe es auch noch was. Aber wie komme ich da hin? Ah, ich mag die Kamera nicht mehr drehen. Echt, das nervt. Dieses Geräusch. Das ist echt zum Kotzen. Na! Oh, komm. Was habe ich da unten rechts eigentlich für ein Symbol? Ernsthaft. Ist das eine Waffe aus Contra? Ich habe doch keine Ahnung. Super gemacht. Und wisst ihr was? Ich mag die Farben von Gex. Das Blau-Grün da... Warum fällt der teilweise einfach um? Was soll denn das? Wisst ihr, was auch nicht so toll ist in diesem Spiel? Die Musik. Warum gibt's hier keine Musik? Na gut, vielleicht... Hallo? Oh Gott. Ja, ich habe den Fehler gesehen. War mein Fehler. Aber ernsthaft, warum gibt's hier keine Musik? Finde ich ein bisschen seltsam. Wow. Ah, da ist das Ende. Hahaha. Wunderbar. Wenn ich jetzt 50 von diesen TNT-Dinger finden würde, bekäme ich die zweite versteckte Dingens hier. Gib mir das. Nee, ich muss echt darauf stehen, damit ich das Remove-Teil einsammle. Ah, ein versteckt. Ach so. Das Ding habe ich bekommen, weil ich alles eingesammelt habe und dann würde es noch ein verstecktes geben. Nicht, wenn ich mehr Gedöns einsammle. Nein, einfach irgendwo ein Geheimnis. Aha. Alles klar. Gut, gut. Schön, ja, doch. Was nun? Ja, Passwort. Ja, ja, habe ich mir gemerkt. Okay, ich habe jetzt eigentlich zwei, oder? Mich interessiert jetzt was. Nee, nicht da. Aha. Sieht voll cool aus, nicht? Ich finde, das sieht fantastisch aus, wie er auf allen Vieren da läuft. Das gefällt mir. Nee, was mich jetzt interessiert, brauche ich überall drei von diesen Dingern, oder? Theoretisch nur zwei, oder? Ja, nur zwei. Nee, ich möchte noch mal ins andere Level gehen. Dieses Gruselteil, das ist nicht so meines. Ja, ich möchte mir noch irgendwas ganz Schnelles holen, wenn das möglich ist. Wie gesagt, ich habe theoretisch... Ah, das habe ich gemacht. Okay, dann möchte ich die beiden Jäger töten. Und wisst ihr was? Gott, die sehen scheiße aus. Ich werde jetzt auch... Ja. Ich werde jetzt auch gar nicht versuchen, alles einzusammeln hier. Wozu auch? Ich habe ja schon alles quasi. Alles, was nötig wäre. Weil ich denke... Ja, ist gut. Ich denke, das würde... Was bist du? Okay, da war ich jetzt ein bisschen überfordert. Da könnte ich vielleicht hingehen, da unten. Wenn ich diese 5 Pilze kaputt gemacht hätte. Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Aber wie gesagt, ich möchte ja eigentlich nur diese zwei Typen da erledigen. Weil das geht schnell. Und dann habe ich drei von diesen Dingern. Und dann sehen wir, ob wir ein neues Level bekommen würden. Geh da wieder rein, verdammt. Ja, das ist das Letzte, was ich jetzt noch testen möchte. Ob ich dann ein neues Level bekommen würde oder nicht. Weil im Moment haben wir zwei Level. Da haben wir je drei Missionen. Das ist jetzt nicht so viel.
Ne? Das ist jetzt nicht so viel. Hallo, du Vollidiot. Hier, nimm das. Das. Du wirst gerade von einem Hasen verprügelt, verstehst du? Von einem blau-grünen Hasen. Ah, hier muss ich dann zurückgehen, vermutlich. Okay, abverstanden. Ich muss zurückgehen, um meine Belohnung abzuholen. So, lass mich durch hier. Wo war der Idiot? Irgendwo da oben. Seht euch das an, wie ich mich hier fortbewege. Schon 1A. Ich habe die Steuerung effektiv drin. Nur die Kamera ist noch gegen mich. Stirb doch jetzt mal. Hallo? Warum hat der so eine Homing-Kugel? Ich weiß es nicht. So. Ja, das ist da unten, genau. Da, wo ich gesagt habe. Perfekt. Okay, holen wir uns. Kamera, bitte dreh dich. Kamera. Kamera, bitte. Ja. Ja, ein bisschen Musik ist da, aber wie gesagt, extrem wenig. Vielleicht ist einfach nur mein Kopfhörer auch zu leise. Das kann auch sein. Das merke ich ja dann beim Schneiden. So, jetzt haben wir 3 Stück davon. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob ich jetzt ein neues Level freigeschaltet habe. In der Tat. Was? Chiliex, was? Ja, ja, Passwort, bla bla blubbelblubs. Wir sehen noch kurz das neue Level an. Nur noch ganz kurz, keine Sorge. Aber ich sehe hier keine weiteren Level mehr. Nur 3? Und da gibt es tatsächlich auch nur eine Mission. What? Clip of the tongue. Sehr komisch. Boss TV. Hit the blue fireballs. Ich soll sie treffen? Was zur Hölle? Was fressen muss ich die oder zurück? Zurückwämsen wahrscheinlich, oder? Nee. Hat irgendwie nicht geklappt. Nein, links, links. Wie soll ich das machen? Ah, doch, klappt ja. What the fuck? Seid ihr scheiße? What? Alter, lass das. Bams. Ich habe ihn nicht erwischt. Doch. Hier stehe ich. Aha. Habe ich ihn? Das war die Boss-Stage? Was? Ja, cool. Und nun? Ah, geht's da war. Ach so, ich verstehe. Ja, ja, Passwort. Okay, das war jetzt zu leicht. Das war jetzt echt zu leicht. Okay, ich habe vorhin gesagt, ich will mir nur noch das Level ansehen, aber hey, das hat 2 Minuten gedauert, nicht mal. So ein Ultra-Bosskampf. Ah, okay, und dann kommen immer mehr Levels dazu. Da ist schon wieder dieses, was, Frankensteinfeld. Schon wieder ein Horrorteil. Das ist noch nicht aktiv. Aha, man sieht noch nicht mal, was es ist. Verstehe. King, was? Mao Zedong. Haha, Kung-Fu-Theater. Wir werfen nur noch einen Blick rein, Leute. Keine Sorge. Und da gibt's auch nur 2 von diesen Remove-Dinger. Defeat the Daddy Dragon und Cross the Rocking Pillars. Zeig mir den Drachen. Wie sieht der denn aus? Und warum ist Gex so angezogen? Ich kann mir das Bild da oben nicht ansehen. Ah doch, so, ah, jetzt, so kann ich mich umsehen. Aha. Hat er dann ein Messer und oder das 2-mal eine Eiswaffel? Das kann auch sein. Oh, cool. Oh, cool. Hier, Finish. Da gibt's Geschenke. Ah. Oh, sorry. What the fuck? Ninja-Kämpfer. Ninja-Kämpfer. Holy shit. Ah, und dann würde es hier weitergehen. Wow!
Habt ihr das gesehen? Da gerade ein Ding nach mir geworfen. Ein. Ne? Shuriken. Namens. Wo müsste ich denn theoretisch hingehen? Bestimmt da zum Gong, oder? Ich schlag den mal kurz. Ah, und so wird es weitergehen. Aber Leute, bevor ich hier noch lange weitermache, das war's für heute mit dem heutigen Game zum Montag mit Gex64. Enter the Gecko. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut oder besser. Tschüss! Is this the year of the gecko?